diesen Call und damit nochmal herzlich willkommen auf diesen heutigen Mentorship-Call. Und lass uns jetzt wirklich fokussiert sein, lass uns mitschreiben, lass uns diese Dinge mitnehmen. Warum? Ich habe gerade schon ein bisschen angeteasert, weil egal was wir starten in unserem Leben, egal was wir anfangen, wenn du ein Business wie dieses startest, wenn du eine Beziehung startest, wenn du im Unternehmertum, Investortum, Trading loslegst, egal was du tust, in egal welche Entscheidungen du triffst, Fitness, Gym, Ernährung, egal was. Alles startet immer mit unserem Verstand. Und deswegen habe ich hier diesen Call heute Retrain Your Brain genannt. Okay, Retrain Your Brain. Und ich werde ganz kurz auch den Chat ausmachen, dass einfach jeder wirklich fokussiert sein kann. Ab und zu machen wir das Ganze auf jeden Fall auf, falls ein paar Fragen kommen. Aber Leute, es ist crazy, okay? Ich will auf dieses Thema heute eingehen, Retrain Your Brain. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir müssen uns neu programmieren. Warum? Weil es ist immer the battle in our mind. Es ist immer die Battle of our mind, in our mind, die Art und Weise, wie wir denken. Weil der Kampf beginnt immer in dir selbst, okay? Und das ist das, was du verstehen musst. Weil da, wo du am meisten angegriffen wirst, und ich denke, wir alle wissen das als Menschen, da, wo wir als Menschen am meisten angegriffen werden, ist immer unser Verstand. Das zuerst. Egal, welche Tat du umsetzen willst, und egal welche Entscheidung du treffen willst, alles beginnt immer mit dem, wie du denkst, oder? Es beginnt immer damit, welche Art und Weise du hast vom Denken her. Es beginnt immer mit deinem Kopf. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dass wenn wir unser Leben wirklich verändern wollen, müssen wir unser Denken verändern. Und das ist vielleicht ein Basic-Punkt, den du schon mal gehört hast. Aber die Frage, die ich dich heute stellen will, hast du es bereits getan? Okay, das ist ein Basic-Punkt. Hey, wenn du dein Leben verändern willst, musst du deinen Verstand verändern, du musst dein Denken verändern. Es ist ein Basic-Punkt, aber die Frage, die ich dich stellen will, hast du es bereits getan? Hast du es bereits getan? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns diese Frage stellen, weil ich bin der Überzeugung davon, dass 80%, 90% in diesem Call es nicht getan haben. Sehr viele Menschen haben noch nicht aktiv Fokus darauf gegeben, ihr Verstand zu verändern, ihr Denken zu verändern, ein komplett neuer Mensch zu werden. Wir reden oft über das Thema, hey, deine Vergangenheit hält dich oft ab von deiner Zukunft, richtig? Und oftmals ist es so, dass so viele Menschen festhalten an ihrem alten Leben und deswegen nicht an dieses neue Leben rankommen. Okay, weil manchmal ist es so, und das will ich dir kurz klar machen, warum es immer der Battle in our mind ist, warum, weil wir kriegen Segen. Manchmal segnet uns Gott von außen, okay, wir bekommen Dinge, wir haben Dinge, aber von innen fühlen wir diesen Segen nicht. Und so viele Menschen bekommen, aber haben dieses Gefühl von Freude und Erfüllung nicht. Und auf diesen Punkt würde ich heute eingehen. Ich meine, Menschen da draußen heiraten, aber sie fühlen sich immer noch einsam. Okay, Menschen hitten in Ranks in einem Business wie hier und sie werden promoted, aber sie fühlen sich immer noch unbedeutend. Es gibt Menschen, die ruhen sich aus, aber sie haben immer noch Stress und sind müde. Du kriegst Respekt von anderen Menschen, aber du fühlst dich immer noch so, als würdest du nicht respektiert werden. Und das sind so viele Dinge, die dir passieren. Und der Grund dafür ist, und das will ich dir heute kurz klar machen, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass deine Gefühle immer noch connected sind mit deinen Gedanken, mit deinem Verstand. Deine Gefühle sind connected mit deinem Verstand. Und ich habe dieses Thema vor kurzem in der Personal Development Session angesprochen, aber da waren nicht so viele drauf wie auch hier gerade. Alright? Das heißt, ich habe dieses Thema angesprochen. Und für alle, die es nicht wussten, jeden Sonntag 20 Uhr haben wir Personal Development. Sei dort immer am Start, alright? Immer. Be there, weil das wird wirklich dein Leben verändern. Und ich habe dieses Thema angesprochen. Der Grund dafür, warum wir dieses Gefühl haben, was ich gerade beschrieben habe, dass wir von außen oftmals diese Blastics empfangen, aber von innen fühlen wir uns immer noch anders und nicht so, als würden wir es empfangen. Richtig? Und das Problem ist oftmals, dass unsere Gefühle connected sind mit unseren Gedanken bzw. mit unserem Verstand. Und dir können gute Dinge passieren, aber wenn du den Krieg in deinem Verstand nicht besiegst, hast du verloren. Okay, dir können gute Dinge passieren und deine Umstände können sich verändern, aber wenn du den Krieg, okay, und diesen War in deinem Mind, okay, nicht besiegst, dann hast du verloren. Und deswegen kommen auch gewisse negative Gefühle auf. Deswegen kommen gewisse Emotionen auf. Und diese Emotionen zerstören dich oftmals. Wenn es um dein Business geht, wenn es um Beziehungen geht, die du führen willst, wenn es um deinen Erfolg geht, wenn es darum geht, mehr Geld zu verdienen, wenn es darum geht, deine Freiheit aufzubauen. Weil wir alle haben ja verschiedene Ziele hier in diesem Call heute. Wir alle haben irgendwo ein Goal, was wir erreichen wollen. Und jeder hat irgendwo ein anderes Denken, jeder hat eine andere Perspektive. Aber dieses Problem müssen wir lösen. Und ich bin der Meinung, dass viele viel zu wenig über dieses Thema reden. Weil was ich verstanden habe, als ich hier in diesem Business, in dieser Industrie, Network Marketing angefangen habe, aber gleichzeitig dann auch mit dem Thema Trading, Investortum und so weiter und so fort, was ich verstanden habe, ist, dass ich nicht dasselbe Denken haben darf, was ich zuvor hatte. Und ich habe verstanden, dass ich mich als Mensch vollkommen verändern musste. Und dieses Denken würde ich dir heute mitgeben, dass du verstehst, hey, egal was du startest und wenn du hier losgelegt hast, ob das jetzt vor ein paar Wochen war, paar Monaten oder vielleicht sogar vor ein paar Jahren, diese Message geht auch an Leute, die jahrelang hier sind und immer noch keine Veränderung verspüren. Du kannst nicht derselbe Mensch bleiben.
Wir können nicht derselbe Mensch werden. Du musst dich als Mensch vollkommen verändern. Das Problem ist, keiner zeigt dir, wie es funktioniert. Sehr wenige Menschen zeigen dir, wie es funktioniert. Deswegen habe ich mich damals vor, ich glaube, 2, 2,5 Jahren habe ich mich damals entschieden für Personal Development, einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, Menschen haben kein Personal Development. Und vor allem, wenn wir hier darauf schauen, im Network, was normal ist, wir haben oftmals Calls, wo wir über Skills reden. Wir reden über das Thema, wie du die Skills vervollständigen kannst, wie du all in gehen kannst, was wichtig ist. Aber wer teacht dir das Thema, wie du besser wirst mental, wie du besser wirst in dir selber, wie du die beste Version deiner selbst wirst? Deswegen habe ich damals gesagt, hey, ich entscheide mich dazu, diesen Bereich aufzubauen, diesen Bereich wirklich zu meistern in meinem Leben, weil ich genau weiß, dass es mein Leben verändert hat. Und weil ich diese Dinge ernst genommen habe in meinem Leben, hat es mich in eine gewisse andere Richtung gebracht in jedem Bereich meines Lebens. Und ich weiß eine Sache, wenn ich es konnte, kannst du es auch. Wenn ich es konnte, kannst du es auch. Und deswegen haben wir diesen Call heute, dass ich dir heute zeige, wie es funktioniert, wie du das Ganze aufbauen kannst. Weil ich bin damals gestartet in diese Industrie. Ich war 18 Jahre alt gewesen. Ich hatte keine Erfahrung mit Erfolg, keine Erfahrung mit Geld verdienen, keine Erfahrung mit Freiheit, keine Erfahrung mit all diesen Dingen. Diese Erfahrung war nicht gegeben. Ich war 18 Jahre alt. Mein Leben war, Herr Ida, überlebe Montag bis Freitag, lebe für das Wochenende und führe dieses Leben, geh arbeiten, sterbe und that's it. Niemand hat mir gezeigt, dass ich zu mehr fähig bin. Das heißt, ich musste erstmal mein Denken verändern. Und deswegen habe ich eine Sache damals getan. Ich habe angefangen, mich auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Warum? Weil ich hatte damals das falsche Denken über mich. Über Geld, über Erfolg, über meine Fähigkeiten, über all das, was mir geteacht wurde. Warum? Weil das alles, was wir glauben, okay, alles, was wir gerade glauben in dieser heutigen Welt, alles, was du gerade Realität nennst, lass uns das verstehen. Alles, was wir gerade Realität nennen, nennen wir nur Realität, weil es uns so beigebracht wurde. Das ist der einzige Grund. Nur deswegen. Nicht weil es so ist, sondern weil es uns so beigebracht wurde, weil wir diese Einflüsse hatten und wir haben angefangen daran zu glauben. Und deswegen wusste ich für mich selber, hey, Ilja, du musst dich verändern. Du kannst nicht gleich denken und erwarten, dass du diese Ranks hättest, dass du das und das Geld verdienst, dass du diese und diese Freiheit aufbaust. Es konnte gar nicht funktionieren. Ich musste mich verändern. Und das, worüber wir reden, ist unser Mindset, oder? Mindset. Okay, wie bist du eingestellt als Mensch? Und das ist eine Veränderung und Korrigierung deiner selbst, wenn es um Mindset geht. Eine Veränderung und Korrigierung deiner selbst. Warum nenne ich das Korrigierung? Ich nenne es Korrigierung. Warum? Weil wir von Grund auf eigentlich die richtigen Fähigkeiten haben, oder? Ich meine, wenn du mal auf deine Journey schaust, nicht hier in der Company, in dieser Industrie, nein, auf deine Journey in deinem Leben. Schau mal darauf, wie du warst, als du jünger warst, als du klein warst, ein Kind warst, wie du aufgewachsen bist, den Einfluss hinbekommen hast. Denk mal über diese Dinge nach. Das ist crazy, oder? Wie viele Dinge uns geformt haben und wie viele Dinge uns zu dem Menschen gemacht haben, der wir heute sind. Es sind so viele Dinge, so viele Faktoren. Und ich finde es faszinierend zu sehen, dass oftmals Menschen ihre Ziele genau deswegen nicht erreichen. Sie erreichen nicht das Goal, was sie erreichen wollen, aufgrund von der Erziehung, die sie genossen haben, aufgrund von dem Einfluss, den sie hatten von Freunden und Familie, aufgrund von den Dingen, die sie gehört haben, geschaut haben und gemacht haben. Das heißt, im Endeffekt, so viele Dinge hatten Einfluss, nicht nur Jahre, sondern jahrzehntelang in deinem Leben. Und deswegen ist diese Veränderung so wichtig in deinem Mindset. Und deswegen frage ich dich, hey, auf welcher Frequenz bist du jeden einzelnen Tag? Woran denkst du? Und das, was wir heute tun müssen, ist, dass wir von einem Fixed Mindset in ein Growth Mindset gehen, also von einem Mindset, was einfach nur fixiert ist, in ein Mindset gehen müssen, wo wir Wachstum annehmen. Weil überall, worauf dein Verstand eingestellt ist, in diese Richtung entwickelt sich auch dein Leben. Das heißt, wenn du willst, dass dein Leben sich in den nächsten paar Monaten und Jahren in eine gewisse Richtung von Erfolg entwickelt, dann musst du deine Einstellung verändern. Du musst deine Einstellung verändern, wie du als Mensch denkst, wie du als Mensch eingestellt bist. Und ich will in diesem Call heute auf drei Steps eingehen. Okay, auf drei Steps eingehen, wie du deinen Verstand retrainen kannst. Retrain your brain, wie du deinen Verstand, dein Gehirn, okay, verändern kannst, wie du anfangen kannst, anders zu denken, wie du es vor allem auch erneuern kannst. Wie kannst du deinen Verstand erneuern? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, auf den ich heute eingehen will. Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin davon, dass wenn jeder einzelne von euch diese Erneuerung einmal erfährt im Verstand, diese Erneuerung einmal empfindet vor allem auch in deiner selbst, von dem, wer du gerade bist, wirst du merken, wie Resultate, Veränderungen und Erfolge präsent sein werden in deinem Leben. Und deswegen würde ich dir drei Steps mitgeben, wie du deinen Verstand retrainen kannst, wie du deinen Verstand erneuern kannst. Den allerersten Step, auf den ich heute eingehen will, okay, nennt sich Remove. Also auf Deutsch entferne. Remove, entferne. Entferne. Okay, warum? Weil, wenn ich ein bisschen auf meine Journey schaue, wie ich gerade schon erzählt habe, so ein bisschen, ne? Wir hatten ja Einflüsse gehabt, ohne eine Einflüsse, ohne eine Dinge, die uns geformt haben. Und ich habe eine Sache verstanden. Um jetzt irgendwo einen
um jetzt neue Dinge annehmen zu können, um jetzt eine Erneuerung zu empfangen, um jetzt irgendwo besser zu werden, muss ich gewisse Dinge entfernen aus meinem Leben. Und da müssen wir eine Sache verstehen. Nicht jeder Gedanke, den du bekommst, ist unbedingt ein Gedanke, der von dir entstanden ist. Nicht jeden Gedanken, den du bekommst, ist nicht unbedingt ein Gedanke, der von dir entstanden ist. Okay, das heißt, wir müssen extrem gut darin sein, wem oder was wir zuhören. Wer oder was Einfluss auf uns hat. Und deswegen sage ich auch diesen Punkt, hey, be very selective, who you listen to. Sei sehr wählerisch damit, wem du zuhörst. Okay, und deswegen entferne. Was ich damit meine, sind die Einflüsse, die du bekommst. Immer und immer und immer und wieder. Und vielleicht merkst du es jetzt noch nicht, aber du wirst es merken. Und du wirst merken, dass all die Einflüsse, die wir bekommen, einen massiven, massiven Einfluss haben auf unsere Zukunft, einen massiven Einfluss haben auf unseren Verstand. Ob das Social Media ist, ob das Freunde sind, ob das YouTube, Instagram, TikTok und all die anderen Dinge sind, diese Dinge haben Einfluss. Und oftmals können wir nicht beeinflussen, was in unseren Verstand kommt, aber du kannst dafür sorgen, dass diese Dinge entfernt werden, die nicht dahin gehören. Du kannst dafür sorgen. Du hast die Macht darüber. Und deswegen entferne diese Dinge. Entferne diese Dinge, die dich weghalten davon, die Person zu werden, die du werden willst. Entferne diese Dinge, die dich abhalten davon, deinen Verstand, deine Zukunft zu erneuern. Dass du in diese Richtung laufen kannst, um zu empfangen. Und das ist ein so wichtiger Punkt. Warum? Weil so viele Menschen leben in Zweifel, sie leben in Angst, sie leben in Negativität, und sie haben so negative Einflüsse gehabt in ihrem Leben. Und das ist etwas, worüber sehr wenige Menschen reden, aber das ist das, was jeder Mensch hat, oder? Wenn wir uns alle einig sind auf diesem Call heute, jeder einzelne Mensch hat diese Dinge. Angst, Zweifel, Negativität, gewisse Pattern von der Art und Weise, wie wir von uns selber denken. Jeder einzelne von uns hat das, 100%. Und wir sind in der Lage dazu, das zu entfernen. Aber oftmals, weil du das Ganze nicht hörst von anderen Menschen, denkst du, dass du alleine bist und du denkst, dass du der Einzige bist. Aber du bist nicht alleine. Das ist das, was ich dir bewusst machen will. Du bist nicht alleine mit deinem Problem. Du bist nicht alleine mit diesen Dingen. Es gibt Tausende von Menschen, 766 Accounts hier auf diesem Call, die genau dieselben Probleme haben. Und deswegen remove es. Okay, entferne dieses Denken, entferne diese Einflüsse, weil damit beginnt immer alles. Indem du diesen Einfluss entfernst, der von außen kommt. Und ich habe das in meinem Leben persönlich sehr stark gemerkt. Ich habe gemerkt, dass diese Dinge wirklich Einfluss haben. Weißt du, was das Problem an diesem Ding ist? Und das will ich dir kurz bewusst machen. Das Problem an negativen Einflüssen ist, dass wir am Anfang gar nicht merken, dass wir am Anfang gar nicht merken, wie schlimm sie sind. Das ist das, wo es anfängt, dich zu zerstören. Du merkst es nicht. Und der allerbeste Weg, das ist das, was wir immer sagen, oder? Der allerbeste Weg, um jemanden gefangen zu halten, ist, ihn nicht wissen zu lassen, dass er gefangen ist. Der allerbeste Weg, um jemanden zu zerstören, ist, ihn nicht wissen zu lassen, dass du ihn zerstörst. Der allerbeste Weg, um einen Feind zu eliminieren, ist, ihn nicht wissen zu lassen, dass er dein Feind ist. Und das ist genau dasselbe, was passiert mit gewissen Einflüssen, die wir hatten über unser Leben hinweg. Oftmals dachten wir uns, hey, wir machen diese Dinge jetzt, wir treffen diese Entscheidung jetzt und wir denken uns, hey, aber diese Dinge haben ja eh keinen Einfluss, das ist mir eh egal und das ist ja eh nicht so schlimm. Und dann auch über die nächsten paar Monate und Jahre merkst du, hey, wow, diese Dinge hatten doch Einfluss auf mein Leben. Diese Dinge haben mich doch geformt in eine negative, aber vielleicht sogar positive Richtung. All die Dinge, die ich mir angeeignet habe, all die Menschen, die um mich herum waren, all die Dinge, die ich gehört habe, gesagt habe, getan habe, all diese Dinge hatten einen Einfluss auf dein Leben. Und das ist der Grund, warum du kein Geld verdienst. Das ist der Grund, warum du diese Person of Impact nicht bist. Das ist der Grund, warum keine Erfüllung da ist. Das ist der Grund, warum kein Wachstum da ist in deinem Leben. Warum? Weil grundsätzlich, wir als Menschen, wir sind dafür gemacht, um Wachstum zu haben. Wir sind dafür gemacht, um uns zu verändern. Wir sind dafür gemacht, um erfolgreich zu werden. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns kreiert hat. Aber oftmals haben wir uns selber limitiert, Jahre und Jahrzehnte, von gewissen Menschen, von gewissen Einflüssen, was nicht mal immer unsere Schuld war. Ich meine, deine Eltern konnten nichts dafür, dass sie dich so erzogen haben, weil sie genauso erzogen wurden. Deine Freunde konnten nichts dafür. Warum? Weil sie es vielleicht nicht besser wussten. Aber jetzt kannst du bewusst denken. Und du kannst anfangen, die Kontrolle zurückzuholen. Und ich sage dir eine Sache, sobald du das hinbekommst, und ich spreche aus Erfahrung, wirst du merken, wie jeder Bereich deines Lebens anfängt zu funktionieren. Es wird funktionieren. Aber remove. Entferne dieses alte Denken. Entferne dieses Denken von dir selbst. Was ist der zweite Step, wenn wir das getan haben? Was ist der zweite Step, wenn wir das getan haben, wenn wir entfernt haben, wenn wir gesagt haben, hey, wir entfernen dieses alte Leben, wir entfernen diese Negativität, wir ändern unsere Einflüsse. Der zweite Step ist renew. Erneuern. Okay, erneuere dich selbst. Warum? Weil du entfernst, um zu erneuern, oder? We unlearn to relearn again. Du entfernst,
um zu erneuern. Okay? Erster Step, entfernen. Okay? Remove. Zweiter Step, renew. Erneuern. Und es wird eine Studie gemacht, und das war im Jahr 2005. Und in dieser Studie haben die herausgefunden, dass wir als Menschen durchschnittlich 12.000 bis 18.000 Gedanken am Tag haben. Okay, 12.000 bis 18.000 Gedanken am Tag haben wir als Menschen, jeden einzelnen Tag. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, eigentlich kommst du gar nicht auf diese Zahl. Wenn du bewusst darüber nachdenkst, aber unterbewusst, triffst du immer wieder Entscheidungen, du hast immer wieder irgendwelche Gedanken und die kommen auch. Weißt du, was scary daran ist? Was daran scary ist, dass 80% von diesen Gedanken negativ sind. 80% von diesen Gedanken sind negativ. Weißt du, was noch krasser ist? 95% dieser Gedanken sind dieselben wie gestern. Das heißt, wenn wir genau darüber nachdenken, 12.000 bis 18.000 Gedanken am Tag, 80% davon sind negativ, 95% dieser Gedanken sind dieselben wie gestern. Es sind dieselben wie gestern. Das heißt, wir denken oftmals dasselbe. Wenn 80% negativ ist, dann denken wir oftmals immer wieder dasselbe, und zwar das Negative. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es eigentlich einfacher ist, negativ zu denken, als positiv zu sein, oder? Oder grundsätzlich negativ zu sein, als positiv zu sein. Das ist das, wo wir als Menschen sagen, hey, das ist einfacher. Es ist einfacher, das Negative zu sehen, als anstatt das Positive zu sehen. Warum? Weil Negativität am Anfang einen Einfluss hat. Es nimmt einen Einfluss. Das ist der Grund, warum Medien immer nach Negativität suchen, anstatt nach Positivität. Warum? Ja, weil Menschen Negativität leben. Menschen ziehen sich danach, und das ist etwas, was einfach ist. Positivität hat immer was mit Anstrengung zu tun. Das ist der Grund, warum ich sage, dass Negativität etwas ist, was in dein Leben kommt, ohne dass du danach fragst. Positivität hingegen ist etwas, was in dein Leben kommt, wenn du danach fragst und wenn du etwas dafür tust. Das heißt, es kommen jeden einzelnen Tag immer und immer wieder dieselben Gedanken. Deswegen musst du lernen, dich zu transformieren. Und du musst lernen zu verstehen, wie du diesen Verstand erneuern kannst, dass diese Dinge nicht mehr aufkommen. Wir müssen anfangen, neue Gedanken zu denken. Wir müssen anfangen, andere Gedanken zu bekommen. Und damit changest du eine Sache. Oder was musst du tun, damit das passiert? Was musst du tun, um diese Transformation zu erfahren? Du musst dir einen neuen Einfluss holen. Okay, einen neuen Einfluss durch Calls wie diese, durch Events, durch die richtigen Menschen, durch die richtigen Entscheidungen, die du triffst. Und das ist das, was bewiesen ist wissenschaftlich, dass dein Gehirn eine neue Gestalt annehmen kann. Und das ist wirklich möglich. Dein Gehirn kann eine komplett neue Gestalt annehmen, indem du ihm andere Einflüsse gibst. Warum? Weil mit anderen Gedanken handelst du anders. Durch eine andere Handlung bekommst du neue Gewohnheiten, und deine Gewohnheiten formen dein neues Leben. Okay, das heißt, im Endeffekt beginnt alles damit. Und das ist das, was ich, einer der ersten Dinge, die ich im Personal Development Bereich gelernt habe. Ich habe gelernt, hey, meine Gedanken formen immer die Handlungen, die ich nach außen gebe. Das heißt, das, was ich denke, tue ich. Und das, was ich tue, wenn ich das repeat und mache und mache und mache, wird zu meiner Gewohnheit. Das wird zu meinem Lebensstil. Mein Lebensstil ist mein Leben, richtig? Es formt mein Leben, es formt meine Realität. Das heißt, wenn wir mal das Ganze backtracken und mal genau darauf schauen, schau dir dein eigenes Leben an. Was du verdienst, wer du bist, wo du wohnst, wer um dich herum ist, all diese Dinge, die du gerade besitzt, deine Realität, die du gerade Realität nennst in dieser 3D-Welt, okay, alles, was du gerade Realität nennst, all diese Dinge sind entstanden nur wegen diesem einen Gedanken. Und dieser eine Gedanke war wahrscheinlich nicht immer perfekt. Warum? Weil, wie wir gerade erfahren haben, sind 80% dieser Gedanken negativ und oftmals dieselben. Das heißt, im Endeffekt, wir müssen lernen, das Ganze zu erneuern, indem wir den Einfluss entfernen und vor allem eine Sache tun, Leute. Eine Sache müssen wir tun. Wir dürfen nicht. Okay, wir dürfen nicht unsere Zukunft, okay, abhängig machen von unserer Vergangenheit. Wenn es um das Thema Erneuern geht, dürfen wir nicht unsere Zukunft abhängig machen von unserer Vergangenheit. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was viele Menschen beeinflusst. Viele Menschen machen ihre Zukunft immer abhängig von dem, was sie getan haben, von dem, wer sie waren und von dem, was ihnen gesagt wurde. Das, was dir gesagt wurde, oftmals hören wir diese Dinge. Wir sagen, hey, meine Zukunft wird genauso sein, aufgrund von dem, was mir gesagt wurde. Aber nein, Leute, das ist nicht die Wahrheit. Hör auf, das anzunehmen. Hör auf anzunehmen, dass das, was dir gesagt wurde, das, was passiert ist, dass es unbedingt auch deine Zukunft sein muss. Es muss nicht so sein. Deswegen nehme diesen Gedanken nicht an. Nehme das nicht an. Ich weiß, dass wir alle irgendwo mit gewissen Dingen kämpfen mussten, dass wir alle irgendwo aus einer gewissen Vergangenheit kommen, und das verstehe ich auch. Ich verstehe das. Aber nimm das nicht an. Entferne es. Okay? Deswegen, Leute, entfernen, we remove and then we renew. Okay, wir erneuern unseren Verstand. Fang an, deinen Verstand zu erneuern, die Art und Weise, wie du denkst. Und fang an, dieses alte Leben nicht anzunehmen. Okay, weil wir als Menschen, ich habe es dir gerade schon gesagt, wir sind nicht dafür gemacht, um stark zu sein. Wir sind nicht dafür gemacht, um stehen zu bleiben.
Eigentlich, wir sind erschaffen für Progress. Guck dir an, was Menschen kreiert haben auf dieser Erde. Das ist crazy. Und dann frage ich mich manchmal, aber wie kannst du dann hier sitzen und die denken, aber 1000 Euro im Monat zu verdienen mit diesem Business ist so hart. Hey, das ist dein Denken. Das ist nicht hart. Deine gesamte Perspektive muss sich changen. Dein gesamtes Denken muss sich verändern. Dieses und dieses Geld zu verdienen ist nicht viel. Dies und diese Person zu werden, das ist nicht viel. Das ist so crazy. Okay, es ist so crazy, was eigentlich möglich ist. Warum? Weil die Levels, die über dir sind viel höher als die Levels, die unter dir sind. Und das ist das, was immer so sein wird. Warum? Weil die Levels über dir sind immer höher als die Levels unter dir. Okay, das ist das, was wir verstehen müssen. Okay, aber irgendwer hat hier seinen Bildschirm geteilt. So, jetzt haben wir es wieder. Okay, das heißt, die Levels, okay, unter dir sind immer kleiner als die Levels über dir. Das heißt, wir müssen verstehen, dass im Endeffekt immer mehr möglich ist und du kannst dieses Denken verändern. Okay, das heißt, was hatten wir für zwei Punkte? Wir hatten Punkt Nummer eins, remove. Punkt Nummer zwei, renew. Okay, also Punkt Nummer eins, entferne. Punkt Nummer zwei, erneuer. Und Punkt Nummer drei, was ist Punkt Nummer drei? Punkt Nummer drei nennt sich reset. Setze zurück, zurücksetzen. Okay, reset ist zurücksetzen. Reset bedeutet, was ich damit meine, ist, dass du es erneut tust. You go back to zero und du machst es wieder und du machst es wieder und du machst es wieder. Warum? Weil dich zu erneuern ist nicht etwas, was du nur einmal tust, sondern es ist eine Mission für dein Leben. Es ist eine Entscheidung, die du triffst für dein gesamtes Leben, nicht nur für einmal, nicht nur einmalig. Du triffst diese Entscheidung, dich zu verändern, immer und immer und immer wieder. Diese Dinge tust du immer wieder und wieder und wieder. Leute, diese Entscheidung, uns zu verändern, tun wir immer wieder. Warum? Weil wir sind Menschen, wir vergessen, wir verlieren. Wir verlieren Gewohnheiten, wir verlieren Gedankensmuster. Deswegen sage ich jedes Mal, hey, wir als Menschen, wir sind nicht vollkommen. Und das ist oftmals das Problem, dass wir oftmals Menschen sehen, die was erreicht haben und wir denken, hey, die sind perfekt. Warum? Weil du nur diese Seite siehst. Aber hey, jeder Einzelne kämpft mit denselben Dingen und wir alle leiden. Wir alle müssen immer wieder uns erneuern. Deswegen reset, setze dich zurück und mach es doch einmal. Du musst lernen, permanent richtig zu denken. Permanent richtig zu handeln. Permanent richtig eingestellt zu sein. Und Wiederholung macht dich nicht perfekt, aber es macht dich permanent. Okay? Repetition is not making you perfect, it's making you permanent. Es macht dich permanent in den Dingen, für die du dich entschieden hast. Weil eine Entscheidung ist nicht immer eine Entscheidung. Weil du kannst die Entscheidung treffen, aber eine Entscheidung, sagen wir es anders, es gibt den Unterschied zwischen einer Entscheidung und einer konstanten Entscheidung. Da ist ein großer Unterschied drin. Warum? Weil ich kann die Entscheidung treffen, heute ins Gym zu gehen. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Und ich bin heute ins Gym gegangen. Aber morgen kann es sein, dass ich diese Entscheidung nicht mehr treffe. Aber was ist dann der Unterschied zu einer konstanten Entscheidung? Eine konstante und wiederholte Entscheidung ist etwas, wo ich es immer und immer und immer und immer wieder tue. Immer wieder tue. Wo ich jede einzelne Woche, jeden einzelnen Tag, boom, alles zurückstelle und ich sage, hey, ich treffe diese Entscheidung erneut. Weil du als Mensch, wie ich gerade sagte, du kommst raus aus deinen Gewohnheiten. Du kommst raus aus deiner Positivität und du musst es immer und immer und immer wieder tun. Und das sind die Dinge, die wir immer wieder machen müssen. Deswegen sage ich jedes Mal, was teache ich persönlich immer? Ich sage immer, hey, nimm dir Zeit jeden Tag, um zu lernen. Nimm dir Zeit jeden Tag, um zu wachsen. Egal, wo du es tust, egal mit wem, egal wie. Aber nimm dir bitte jeden einzelnen Tag die Zeit, um zu wachsen. Nimm dir jeden einzelnen Tag die Zeit, um erfolgreich zu werden, erfolgreich zu denken. Ob das 20 Minuten sind, 30 Minuten sind, ich sage 30 Minutes a day, 30 Minuten am Tag, setz dich hin, lerne. Ob das auf dem Weg zur Arbeit ist, auf dem Weg zur Schule ist, auf dem Weg, keine Ahnung wohin ist, oder du stehst morgens auf, deine Routine, bam, du hörst 30 Minuten irgendwas, boom, gehst dann in die Work Ethic rein, aber lerne und wachse jeden einzelnen Tag, resette. Okay? Weil wenn du es nicht tust, kommt das Negative immer. Warum? Warum? Wir haben gerade gelernt, was? Das Negative hat mehr Einfluss als das Positive, oder? Das Negative hat mehr Einfluss. Das Negative hat im direkten Sinne mehr Einfluss auf dich. Und wenn du das lernst zu kontrollieren und du übersteuerst das mit Positivität, hat Negativität keinen Platz mehr. Okay, und das sind die drei Punkte. Remove, entferne. So retrainst du dein Gehirn, retrainst du deinen Verstand. Entferne dein altes Leben, entferne dein altes Denken. Punkt Nummer zwei ist renew, erneuere dein Denken, erneuere die Art und Weise, wie du denkst. Warum? Weil unser Denken was? Es formt unsere Handlung, unsere Handlungen formen unsere Gewohnheiten formen unser Leben. Das heißt, im Endeffekt, wir müssen anfangen, uns zu erneuern, weil 80% der Gedanken sind negativ. Und wir können dieses alte Leben weglassen und wir können das entfernen, um uns zu erneuern. Warum? Warum ist dieser Step so wichtig mit dem Entfernen? Warum ist der erste Step so wichtig gewesen? Warum? Weil du kannst nicht erneuern, wenn das Alte nicht entfernt ist. Du kannst nicht versuchen, wenn du eine Flasche Wasser nimmst, okay? Und die ist voll. Du kannst nicht noch mehr reintun. Du kannst es nur ersetzen.
Du kannst nicht noch mehr reintun, du kannst es nur ersetzen. Und das ist aber das Problem, was viele Menschen tun. Sie starten ein Business wie dieses hier und sie sagen, hey, ich will Director gehen. Ich will ein Six-Figure-Earner sein in dieser Industrie. Ich will das und das und das erreichen. Aber ihr altes Leben ist immer noch so präsent, dass sie gar keinen Platz haben für dieses neue Leben. Sie haben gar keinen Platz dafür. Und deswegen sage ich oftmals, dass wir eine klare Entscheidung treffen müssen. Und diese klare Entscheidung hat Einfluss. Diese klare Entscheidung ist nicht einfach. Also, es hat viel mit Komfortabilität zu tun, wenn wir ehrlich sind. Es hat viel mit Komfortabilität zu tun, wo wir sagen, hey, wir verlassen diese Komfortzone für unsere Zukunft. Und deswegen treff diese Entscheidung für dich, wo du sagst, hey, ich bin bereit zu entfernen, ich bin bereit liegen zu lassen. Und ich sage nicht, dass du dein gesamtes Leben opfern musst dafür. Nein, davon rede ich gar nicht. Aber was sind die Dinge, die du nicht brauchst? Was sind die Dinge, die dich abhalten? Was sind die Menschen, die dein Leben zerstören? Was sind die Dinge, die gerade einen negativen Einfluss haben? Diese Dinge solltest du entfernen. Ich rede nicht von Familie, ich rede nicht von Gym, nein, ich rede von negativen Dingen. Weil wir Menschen, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Wir sollten lernen, diese Dinge zu entfernen. Und das beginnt immer, boom, mit unserem Verstand. Viele Menschen denken, das beginnt mit ihrer Handlung und damit. Nein, aber Leute, es beginnt wirklich mit unserem Verstand. Und darauf wird am meisten angegriffen. Und wenn es etwas gibt, worauf du oder worüber du Kontrolle hast, ist es dein Verstand. Du kannst nichts in diesem Leben kontrollieren, außer deinen Verstand. Das ist die Wahrheit. Nichts. Rein gar nichts. Nichts. Du kannst nicht kontrollieren, ob du morgen aufwachst und nicht mehr am Leben bist. Du kannst nicht kontrollieren, ob du morgen aufwachst und irgendeine Krankheit hast. Du kannst nicht kontrollieren, was passiert. Du kannst es nicht. Du kannst dich perfekt ernähren. Du kannst ins Gym gehen und trotzdem kannst du morgen krank sein. Du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst nicht kontrollieren, ob irgendwas um dich herum passiert oder nicht. Aber was du kontrollieren kannst, ist dein Verstand. Was du kontrollieren kannst, ist dein Denken. Und deswegen ist dieses Thema so, so wichtig, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wenn jeder das Ganze lernt, seinen Verstand zu kontrollieren, er damit lernt, sein Leben zu kontrollieren. Wenn du dein Leben kontrollieren kannst, kannst du alles kreieren, was du willst. Warum? Weil die meisten Menschen haben die Kontrolle über Leben verloren in dieser Welt, wo wir gerade leben. Was verständlich ist. Weil es ist fucked up, oder? Es ist alles so einfach. Es ist alles so easy. Es ist heutzutage einfach zu sagen, hey, ich gebe auf. Okay, damals war das nicht so einfach. Du konntest damals nicht einfach sagen, ich gebe auf. Heutzutage feiern dich Menschen sogar, wenn du irgendwas aufgibst. Heutzutage juckt es keinen mehr. Aber deswegen, es war noch nie so einfach, ein Versager zu sein. Es war noch nie so einfach, ein Versager zu sein in dieser Welt, in der wir gerade leben. Noch nie so einfach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, Gewinner zu sein, dass wir anfangen, groß zu denken, dass wir anfangen, anders zu sein. Dass du rausstichst aus dieser Masse. Und deswegen, weil es so einfach ist, ein Versager zu sein, ist es auch so einfach, ein Gewinner zu sein. Aber die fehlen oftmals was? Die richtigen Ressourcen, die richtigen Gedanken und die richtige Kontrolle. Okay? Was sind drei Punkte, die ich dir noch kurz mitgeben will in diesem Call? Okay? Drei Punkte, warum Leute in diesem Business vor allem aufgeben. Ganz kurz auf diese Industrie bezogen. Was sind Dinge, wo ich sage, hey, das ist der Grund, warum Menschen aufgeben in dieser Industrie? Das ist etwas, was ich dir zusätzlich mitgeben will. Der erste Grund, warum Menschen aufgeben in dieser Industrie und grundsätzlich, ist, weil sie nicht educated sind. Sie sind nicht educated. Was ich damit meine, ist, sie verstehen nicht, was eigentlich möglich ist. Sie verstehen nicht, was sie eigentlich kreieren können. Sie verstehen nicht die Power von dem, was sie gerade tun. Sie verstehen nicht die Power von der Industrie, von den Produkten, von dem, was sie gerade machen. Sie verstehen die Power von Gifu gerade nicht. Leute, soll ich euch mal kurz bewusst machen, was die Power von Gifu ist? Leute, ihr müsst euch vorstellen, in dieser Industrie, Network Marketing, gibt es ganz viele Firmen. Gifu ist die allererste Firma, die all diese drei Bereiche zusammenbringt. Und diese drei Bereiche, wisst ihr, welche das sind? Das ist Health, das ist Wealth, das ist Education. Das ist Health, Travel und Wealth. Okay, also Education. Diese drei Bereiche bringen Gifu zusammen und die funktionieren wunderbar. Es ist so eine große Power dahinter. Leute, das ist dasselbe. Das will ich euch kurz bewusst machen. Warum? Weil in der Industrie Network Marketing, es gibt Riesenfirmen im Health-Bereich, es gibt Riesenfirmen im Travel-Bereich und es gibt Riesenfirmen im Education-Bereich. Diese drei Bereiche werden geführt von den größten Unternehmen in dieser Industrie. Gifu ist die erste Firma, die diese Dinge zusammenbringt. Und Gifu ist nicht die erste Firma, die das grundsätzlich auf dieser Welt macht. Kennt ihr das Unternehmen Meta? Wisst ihr, was Meta tut? Was Meta macht? Was haben die? Die haben Facebook, Instagram, WhatsApp. Es ist nicht so, dass Meta das Monopol ist, wenn es um Social Media geht. Es ist das Monopol, es ist das, worauf alle schauen, was alle nutzen. All diese drei Bereiche, boom, bringt es zusammen und es funktioniert. Genau das ist das, was Gifu gerade tut. Deswegen, Menschen sind nicht educated, sie verstehen die Kraft nicht von dem, was hier hinter steckt. Punkt Nummer zwei, warum Leute quitten und aufgeben, ist, sie sind nicht connected zu ihrer Upline oder zu ihrem Mentor. Sie haben keine Connection zu ihrer Upline, zu ihrem Mentor. Leute, das, was ich sichergestellt habe, als ich hier gestartet bin, ist, dass ich eine gewisse Connection habe zu Menschen, die das haben, was ich haben will.
Okay. Ich habe eine Connection. Ich hatte eine Connection mit Menschen, die das haben, was ich haben will. Ich habe den Leuten geschrieben, ich habe den Leuten gefolgt. Ich war dort, wo sie waren. Warum? Weil ich es brauche, weil es mich inspiriert. Weil es mir ein gewisses Belief gibt, dass ich es auch kann. Weil es mir ein gewisses Belief gibt, dass ich das Ganze auch erreichen kann. Deswegen sei connected mit deiner Upline, sei connected mit deinem Mentor. Ich war auf Events, ich war auf Convention, überall, um zu lernen, um dort zu sein. Und Punkt Nummer drei, sie sehen kein Value hinter den Produkten, sie sehen kein Value hinter dem, was sie vermarkten. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich selber überzeugst, dass du selber sagst, hey, ich weiß, was ich hier tue und ich finde es geil, ich finde es nice. Okay, du musst dich selber überzeugen davon. Überzeug dich selber von dem, was wir hier tun. Und Leute, allein, wir haben den Energy gelauncht, alright? Und der wird ab dem 1. Juli einzeln erhältlich sein. Aktuell ist es nur mit dem Bundle. Das heißt, wenn du Bock drauf hast, mach's gerne, weil du hast andere Vorteile dort. Aber ab dem 1. Juli haben wir was? Wir haben den Energy, der launchen wird, wo du den einzeln holen kannst. Okay? Wenn du das vermarkten willst, hey, dann kauf dir das, sei überzeugt davon, okay? Und vermarkt es. Wenn du die Education-Side vermarkten willst, hey, sei ein Trader, fang an, dich damit zu beschäftigen und fang an, den Value hinter den Produkten zu sehen, weil sobald du einen Mehrwert siehst, für die Menschen da draußen, wirst du merken, dass es dir einfacher fällt, das Ganze richtig Menschen an die Hand zu geben. Warum? Weil ich bin davon überzeugt und ich weiß es, dass wir etwas hier anbieten, was Menschen brauchen, um ihr Leben zu verändern. Das ist das, was wir tun. Menschen da draußen suchen mehr als je zuvor danach, aber sie haben oftmals nicht die Möglichkeit. Und du kannst die Person sein, die Menschen da draußen diese Möglichkeit gibt. Okay? Was sind so diese drei Gründe, wo ich sage, hey, das ist das, was Menschen davon fernhält, erfolgreich zu werden und vor allem auch, was sie dazu bringt, hier aufzugeben. Okay? Und deswegen wollte ich in diesem Call hier heute, Leute, euch ein bisschen Einblick geben darin, retrain your brain, wie du deinen Verstand erneuerst, wie du dich selber verbessern kannst, wie du die beste Version deiner selbst werden kannst. Warum? Weil Leute, es geht immer darum, die beste Version unserer selbst zu werden. Es geht immer darum, uns selber zu verändern zuerst. Weil bevor alle Resultate kommen, bevor du irgendwie mehr Geld verdienen kannst, geht es immer um dich selbst. Und das, was ich zuerst in einem Menschen sehen will, ist immer die Veränderung in dieser Person selbst. Nicht in ihren Finanzen, nicht in den Ranks, nein, in der Veränderung deiner selbst. Wenn ich das sehe, wenn ich merke, dass du dich veränderst, wenn ich merke, dass du ein Level abmachst in deiner Persönlichkeit, in der Art und Weise, wie du denkst, hey, glaub mir, alles andere wird folgen. Alles andere wird folgen. Also gib Fokus darauf. Sei auf den Calls, okay? Sei auf den Events. Lese die richtigen Bücher, okay? Sei auf Personal Development, okay? Sei hier am Start und verbessere dich, verändere dich, aber treff eine klare Entscheidung. Das ist nicht etwas, was ich für dich tun kann. Das ist nicht etwas, was deine Eltern für dich tun können. Das ist nicht etwas, was deine Upline für dich machen kann. Nein, du selber zwischen dir und dir, da wo du alleine bist, das ist das, was ich tun musste. Da, wo ich alleine im Kinderzimmer saß, meine Eltern zu Hause, im Haus meiner Eltern, ich habe die Entscheidung getroffen zwischen vielen und habe gesagt, hey, ich werde was verändern in dieser Familie. Ich werde was verändern in meinem Leben. Und ich treffe die Entscheidung hier und heute und ich komme, was wolle. Es ist ein Commitment. Und wenn du ein Commitment setzt, boom, ist es ein Versprechen. Und ein Versprechen hältst du ein, bis es dann ist. Das ist ein Commitment. Deswegen setze dieses Commitment heute und sage, hey, ich gehe all in. Warum? Weil die Roadmap ist riesig. Das, was wir kreieren wollen, Leute, ACX in weniger als einem Monat. Sei dort. Setz dir ein Ziel. Treffe eine Entscheidung. Leute, danach haben wir eine riesen Tour, die jetzt soon announced wird. Okay, wir announcen jetzt soon eine riesen, riesen Tour, die stattfinden wird. Es wird amazing. It's crazy. Okay, eine große Tour. Danach, Leute, haben wir das Dubai Retreat in Dubai. Okay, Dubai Retreat mit allen E2K Buff Leadern. Dann haben wir eine Convention im Oktober in Rom von der Company Gifu mit Tausenden von Menschen. Tausende von Menschen versammeln sich in einem Ort. Wer will zu sein bis dahin? All diese Dinge, Leute, die Zeit vergeht schnell. Die nächste Hälfte des Jahres, sehr schnell. Und die Entscheidungen, die du daily triffst, werden ausmachen, wer du sein wirst bis dahin. Also die täglichen Entscheidungen, die ganz kleinen Dinge. Menschen denken oftmals, dass es die großen Dinge sind, die ihr Leben verändern und ihr Leben formen. Nein, das sind die kleinen Dinge, die so unbedeutend scheinen, die dein Leben verändern, Tag für Tag. Alright? Deswegen, Leute, ich hoffe, ihr konntet in diesem Call heute was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen aus diesem Call. Ich hoffe, der Call hat euch gefallen. Und nimmt das Ganze an, reflektiert das Ganze mal auf dein Leben und fang an daran zu arbeiten. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen passiert. Das sind Dinge, die Zeit brauchen, aber die Dinge werden Sinn ergeben. Alright? Deswegen, Leute, es ist crazy, was wir gerade kreieren, was wir gerade tun. Es wird wunderbar in den nächsten paar Jahren. Wir werden große Dinge kreieren und es wird ein Blessing für uns alle. Alright? Deswegen hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, der Call hat euch gefallen. Genießt auf jeden Fall die Woche. Wir haben Dienstag, den zweiten Tag. Gebt Gas. Okay, Rank-Qualifikation bis Montag an alle Leute, die Ranks hitten wollen. Hey,
That's great, that's great, guys. Okay, deswegen hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns definitiv bei den nächsten Calls und Events. Und es kommt jetzt die nächsten 2, 3 Tage ein neuer Flyer für einen großen Team-Call am 2.7. Alright, deswegen macht dich auf jeden Fall auch gespannt darauf. Und ansonsten macht euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.